Oh wow. Jetzt schauen wir da oben an der Decke. Da sind jetzt, glaube ich, auch wieder Gravuren. Ah, ist da das Beil? Da ist das Beil. Ja, wow. Muss man in die Knie gehen, dass man das Ganze sieht. Echt. Was könnte es sein? Das sind dann Obelix seine Enkelsteine. Die verkaufen die auch hier überall, hast du gesehen? Ja, die Zeichnung da drin, die fand ich ja wunderschön. Da war ein so ein komplett mit Ornamentik voller Stein abgebildet. Oh, über dir, hast du es gesehen? Ja, das habe ich, das ist das Beil. Das haben sie vorher auch da drin gezeigt in den Filmen. Das ist ja das abgeschlagene Teil, wo sie gesagt haben, ah, das ist von einem Stein, der viel älter ist, 600 Jahre älter. Und das können sie deswegen sagen, weil sie das andere Stück an einem anderen Monument haben. Also das wieder um etliche Kilometer von hier weg ist. Okay, wow.
creuse. Et lui, il est tombé comme ça, puis ouais. Comme ça, c'est... Mais ce qui est bizarre, c'est quand même bien coupé en tronçons, quoi. Oui. Ce qu'il y a, c'est que la base est... So, hier standen in einer Reihe die Stehlen. Der größte ist noch übrig geblieben. Das ist aber schon vor 4300 Jahren umgefallen, wobei sie nicht wissen, ob Erdbeben oder von Menschenhand. Und Menschenhand kann auch plausibel sein, weil man herausgefunden hat, dass nachkommende Generationen Steine wiederverwertet haben.